Hallo. Ja, ihr Süßen, ich bin hier fleißig gewesen und war danach genervt. Hab mich so geärgert. Wenn ihr euch erinnert, also die, die das Video gesehen haben, ich habe ja von der lieben Tina ein Album bekommen. Und das ist so wunderschön, auch so von den Maßen her. Das ist ja genau meins, ne? Also von den Maßen. Also ich muss zwar jetzt nicht hier das da, das heißt, das so dollig haben, ne? Also da möchte ich ja lieber ein kleines, aber von der Sache her ist es wunderschön, traumhaft, einzigartig, sagenhaft und so weiter. So. Der kam runter. So. Ne, dann habe ich eine wunderschöne Anleitung bekommen von ihr mit Maßen. Ich habe dann auch schon selber nach meinem und so weiter, ne? Also brauche ich brauche dazu. So, jedenfalls habe ich denn meins soweit fertig. Ne? Das heißt, das ist das Cover oben. Da mache ich es auf. Dann wird ein Klappmechanismus sein. Wird natürlich noch mit Papier. Da komme ich aber noch zu. Ne? Hier habe ich natürlich ein bisschen gepatzelt, aber ansonsten finde ich es einfach toll. So. Das heißt, das ist die erste Seite. Das ist die zweite. Also so anders will ich es auch gar nicht haben, ne? Weil ich ja dann noch viele Seiten extra machen möchte mit, was ich für Plätzchen gebacken habe und so weiter. Das ist die dritte quasi. Die vierte. Sie sehen alle gleich aus und so bleibt das bei mir auch. Ne? Das ist ja nicht zu dick und ich kann ganz viel selbst noch machen. So, und das ist das letzte Cover. Hier wird natürlich die Lochung passieren. Ne? Das heißt, hier müsst ihr euch das Gelochte vorstellen. Also hier müsst ihr das dann nicht so deutlich sehen, weil irgendwas habe ich auch so. Hier wird die Bohrung sein. Das heißt, ich werde es so aufblättern können. So, denn ich das so alles so fertig gemacht. Ich bin auch wunderzufrieden. Auch, ne? Also da habe ich mich wahrscheinlich selber übertroffen, da ich ja auch ewig nichts mehr mit Papier gemacht habe. Naja, mein glücklich Herz dachte, juhu, du kannst denn weitermachen. Ja. Dann fiel mir ja ein, Mensch, du warst ja bei Kreativbund und hast da fleißig bestellt. Ne, ein wunderschönes Set, wie ihr seht, habe ich auch schon ausgedrückt, ne, um die Fotos dann ein bisschen nachher zu gestalten. Und ne, das ist ja das Set Nordpol. Und hier ist auch ein bisschen Home of the Holiday mit drin. So. Ich wollte das denn soweit fertig machen, weil ich habe ja quasi ein 8x8 Inch und habe festgestellt, nix geht, Papier zu wenig. Oh, ich bei Kreativbund geguckt und natürlich nichts gefunden in diesem Bereich. So, hat mich denn geärgert. Also da gibt es nichts weiter, was mit entweder Nordpol beziehungsweise Home for the Holiday zu tun hat. Da war ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr traurig, dass da nichts weiter, weil die Farben, das ist, ich finde das schön. Und wenn das Glitzer hier drauf steht, das ist hier so von diesen, ne? Also hier ist viel mit Glitzer, wie ihr seht. Ganz viel. Ja, dann hat mich das so geärgert. Ja, jetzt habe ich das alles in so einer Hülle gemacht. Also es war zwar in der Hülle, aber ich sag mal, wenn man die einmal rausholt, dann ist da auch nichts mehr mit. Ne? Ja, jedenfalls habe ich dann eine, habe ich die dann in meine Hülle reingemacht. Ja, jetzt muss das so lange da bleiben, bis ich das passende Papier dafür gefunden habe. Wenn ihr Lieben, meine Community, ihr Süßen da draußen, wisst, wie ich an dieses Papier rankomme, dann wäre ich euch sehr dankbar. Weil ich bin da wirklich sehr traurig drüber. Jedenfalls habe ich dann gedacht, gut, dann muss dieses Projekt halt weichen erstmal. Schade, schade. Spaß hat's gemacht, ne? Was machst du jetzt? Ne, ich habe jetzt hier noch ein paar Papierreste gehabt von den Ecken. Ne, die werde ich mir aber, ja, da wird eine Stanze quasi. Was habe ich denn da? Also es wird ein Hintergrund.
Ja, entweder ich hole mir eine Handstanze, eine Kreisstanze als Handstanze und werde das durchkurbeln. Findet ihr es auch so eklig, wenn Folie an euren Händen klebt? Ist so widerlich. Ja, auf alle Fälle wird das dann einmal durch, dass ich das Papier nicht wegschmeiße. Das wird einmal, ne, das wird dann einmal Hintergrund quasi für irgendwelche Texte, die hier noch drin sind. Also in diesen Folien dann noch drin ist. Und dann ist das in Ordnung. So, auch oh, entschuldigt bitte. Ui. So. Dann habe ich mir überlegt, oder was habe ich überlegt? Dann habe ich ja diese Dinger noch übrig. Ne? Solche Streifen. Ne, ich hatte ja damals bestellt. Dann habe ich die und die. Und das müssten 1, 2, 3, irgendwie 6 Stück. 4, 5. Genau. Das sind 6. Das müssten ja dann dementsprechend auch 6 sein. Nein, das sind bloß 4. Warum auch immer davon nur 4 sind. Davon habe ich 4. Und hiervon hatte ich irgendwie 10. Oder 9. Einen habe ich, glaube ich, schon versaut. So. Und dann habe ich gedacht, nee, du hast doch noch so viel ja, weihnachtliches Designpapier. Was machst du damit? Dann hatte ich gestanzt, sag ich schon, geschnitten. Und habe geschnitten. Dann habe ich erstmal die übrig. Also das ist eigentlich Rest, wo ich gedacht habe, nee, wieso Rest? Nimm die doch als Banderole. Das werden also Banderolen. So, dann habe ich mir nämlich gemacht, das sind Reste tatsächlich, also das hier, ich glaube abgesehen von dem hier, nee, das ist auch eins. Da habe ich falsch geschnitten, habe mich geärgert. Ich wollte das eigentlich so haben, aber die Zahnzapfen. Naja, aber es ist ja alles gar nicht weiter schlimm. Das sind alles Reste, das sind wunderschöne Reste, die kommen in meine Papierreste-Packung quasi für Weihnachten. Und ja, das ist also gar nicht schlimm. Die haben ein schönes Maß. So, jedenfalls habe ich dann überlegt, du hast ja noch so viel Papier, das ist auch alles schon so weit geschnitten. Was macht man damit? So, bis mir dann einfällt, man kann doch kleine Karten draus machen. So, angefangen hat es mit dem hier, wo ich gedacht habe, nee, das sieht ja nicht so schön aus, wenn das hier an der Seite ist und das da auch nicht. So, das war mein Anfang, weil ich habe wirklich lange nichts mit Papier gemacht. Ne, selbst also ich kann es drehen und wenden, es wird nicht besser. Vor allem hier ist da noch gar nichts drin. Ne? Ja, fand ich jedenfalls nicht so schön. Deswegen habe ich hier auch nicht weitergemacht. Das heißt, ich werde das dann auftrennen und einzeln benutzen. Mal gucken. So. Dann ging es weiter mit dem hier. Da habe ich mir dann schon mehr Mühe gegeben, ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Aber es ist immer noch kein Papier drin und also noch keine Bilder sind da drin, noch keine Deko und so weiter. Und das liegt ja alles ab. Und wenn da was drin ist, dann sitzt das nachher auch so. Und ja, das war mein zweites, wo ich gedacht habe, gut, vielleicht Papier oder mal ein Dankeschön-Sticker oder so. Und das ist das dritte. Und da kommen dann auch Banderole rum. Da seht ihr das, dass es Ahame ist. Ja, und damit bin ich zufrieden. Das heißt, es passt Papier rein oder Fotos dazwischen. Ne, man kann es erweitern. Also ich hätte jetzt auch hier vergrößern können oder hier drunter oder hier noch mit Klappen und sowas alles arbeiten können. Da muss man aber anders rechnen. Und so weit bin ich noch nicht. Auf alle Fälle finde ich diese Pocketteile so niedlich. Ne, wenn man mal wirklich eine beste Freundin, ne, wie. Ne, ich war zum Beispiel auch mit Nadine schon mal unterwegs. Da waren wir am Strand und haben Fotos gemacht. So, und einfach so als kleines, ich hab dich lieb, paar Fotos von uns. Ne, so dass man sich dann immer noch mal dran erinnert, es nimmt nicht viel Platz weg, finde ich super. Ja, Banderole rüber, dass man sich das dann immer hoch und runter ziehen kann. Also so quasi. Ja, und da habe ich mich dann auch mal getüftelt. Also ich wollte euch wirklich mal zeigen. Ne, das sind jetzt die hier. Dass man Reste. So, dann habe ich natürlich noch die Reste. Die werden, denke ich mal, groß genug sein, einfach nur für eine Karte. Findet ihr das eigentlich schlimm? Wenn, das könnt ihr mir mal in die Infobox machen, weil das ist ja jetzt nur schwarz.
Ne, weil zu Weihnachten fand ich das eigentlich am besten. Wegen schwarzem Hintergrund finde ich eigentlich auch ganz, ganz toll. Ne, das heißt, ich werde hier draus jetzt quasi Weihnachtspocketkarten fertig machen. So, und hier haben wir schon wieder ein ganz anderes Maß. Ne, so, und das wären dann halt so, ja, auch so kleine Pocketkarten werde ich dann daraus machen. So, aber da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Deswegen habe ich das alles schon gemacht. Und das sind dann halt so kleine, ja, so Foto-Dinger. Wisst ihr, wie ich meine? Oder auch für Geschenkanhänger ist ja auch ganz niedlich, wenn die Person dann da drauf ist, ne? Oder mit dem Weihnachtsmann oder sonst irgendwas. Finde ich ganz niedlich. Dafür habe ich die gemacht. Und ja, das ist so. Und das ist quasi alles. Die werden ja zu Banderolen gemacht. Das kann ich natürlich daraus nicht machen. Aber das ist alles, was übrig geblieben ist, ne? Vielleicht nochmal für drinne. Quasi, wenn, ne, wenn ihr seht, dass es da jetzt so ist, dass man hier drinnen nochmal was kleben kann, um ein kleines Päckle reinzumachen oder so. Ne, das eventuell, aber ansonsten. Meine Frage, abgesehen jetzt von dem hier, den kann man eigentlich nochmal ganz gut zusammen mit dem gebrauchen. Ne, das heißt, das wird dann irgendwie eine Karte, eine Klappkarte. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Habe ich hier irgendwas da? Also stellt euch das mal länglich vor, ne? Dann würde ich das so machen, dann anderes Motivpapier und so machen und dann quasi als Pocketkarte. Ja, und dafür kann ich das noch benutzen. Ja, dann kommt hier vielleicht noch ein Streifen was anderes hin oder so. Ja, das kann ich benutzen. Aber ansonsten, was macht ihr mit solchen Sachen? Schmeißt ihr das weg? Oder was macht ihr damit? Das könnt ihr mir ja dann auch nochmal sagen. Ja, ihr Lieben. Das sind so, ne, also ich finde das eigentlich ganz, ganz gut. Ich würde da nämlich ganz gerne. Ja, ich würde da nämlich ganz gerne öfter solche Reihe machen. Das heißt, dass ich mit euch rede, dass ich euch quasi Fragen stelle, wie ihr da was machen würdet. Quasi Video 1 zum Thema so und so Fragen stellen, wie ihr das was machen möchtet. Und das passende Video 2, was ich denn halt aus euren Lösungen quasi draus gemacht habe. Würde ich ganz gerne anfangen. Ne? Ja. Und dadurch, dass ich, warte, kann ich euch mal zeigen. Vorsicht, wackelig. Seid noch an der Ladestation. So ein bisschen warm muss ich es auch haben. So. Und dadurch, dass ich noch so viel Restepapier habe, also das jetzt nicht, das ist Pappe, das habe ich mir alles mal abgezogen von sämtlichen. Ne? Das ist Pappe, aber ansonsten Restepapier ohne Ende. So. Ja. Und wie das soll ich sagen? Ich möchte diese Schublade gerne benutzen. Ne? Hier ist auch nochmal Restepapier. Das kommt quasi alles mit in diese Mappe rein. Das ist jetzt vom Album halt übrig. Ne? Und das muss ich alles nochmal platt machen. Das kann ja erstmal hier oben rein. Dann sieht das nicht so voll aus. Das ist echt gruselig, dass das alles so voll ist. Ach, das mag ich ja überhaupt nicht mehr. Ne? Hier ist noch Magnet. Was haben wir hier? Achso, für Kaffeedeko, ne? Dekorationsschablon. Ja, für Kaffee oder für Farbe oder so fand ich das ganz cool. Kommt da auch nicht rein, kommt in die Farbpalette mit rein. So, hier haben wir Laminierzeug. Und den kann ich empfehlen. Oh, lala, den da. Der riecht sehr angenehm. Das ist quasi der Stempelreiniger von Ranger. Den kann ich sehr empfehlen. Der riecht sehr, sehr angenehm. Der stinkt nicht so wie der hier beispielsweise. Sehr angenehm.
So, was haben wir hier? Da, guckt euch das mal an. Das geht gar nicht. Also, das mag ich nicht. Ich fliege da überhaupt nicht durch. Und das finde ich furchtbar. Bin ich überhaupt kein Fan von. So, und deswegen möchte ich gerne das dann halt mit euch zusammen, dass wir das mal alles so weit verbrauchen. Sinnvoll verbrauchen, natürlich. Und, ne, also so, das soll ja auch alles einen Sinn haben. Ja. Da bin ich ein Fan von. Ne, Alben, klar, bin ich, habe ich ein absolutes Defizit. Da muss ich erstmal sowas von nachholen. Weil ich habe ja so viele, die ich noch gerne machen möchte. Ja, ihr Lieben. Was haltet ihr von der Idee, dass ihr... Wartet, ihr kommt jetzt wieder in die... Flupp. Dass ich euch quasi in dem Sinne Frage antworte. Das heißt, das ist jetzt das erste Video. Und wenn ich dann immer was mache, dann gibt es ein Video 1, ein Video 2. Ja. Ne, und so kann ich dann auch mal Ü-Post verschicken. Oder sonst irgendwas. Ja, und ich habe im letzten Video schon gesagt, denkt bitte dran, wegen, also das ist zwar noch nicht online, aber Resin-Zubehör. Ne, wer mag, darf sich sehr gerne melden. Ja, also das ist quasi Video 1. Dann gebt ihr mir quasi ein paar Ideen, was ihr daraus machen würdet. Also so, ne, und dass es dann schön aussieht. Und dann zeige ich euch das und dann ist das. Oder ich mache das mit euch zusammen. Ne, ich kann mir das ja rausschreiben, was, wie ihr mir das geantwortet habt. Und dann machen wir das zusammen fertig. Das geht ja auch, wenn ihr das möchtet. Ja, weil irgendwie muss man ja diese gerade sehr bescheidene Zeit rumkriegen. Bei uns ist es richtig stürmisch. Gestern stürmisch, heute stürmisch. Morgen geht das. Morgen soll es schneien wieder. Ich freue mich so auf den Frühling. Naja. Ihr Lieben. Meine Liebe, an meine liebe Community. Schreibt mir bitte, wie ihr das gerne mögt. Also, ob ihr damit einverstanden seid. Ob ihr damit, ob euch das glücklich machen würdet, wenn wir das so machen. Ja, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Das war es jetzt an meiner Stelle. Ich hoffe, dass wir zusammen bei mir hier ein bisschen klar Schiff kriegen, indem wir viel Papier auch sinnvoll verbrauchen. Ich meine, ich habe eh noch ein Defizit, was, oder was heißt hier? Ich habe einfach Mangel. Also es kommen so viele Leute an und sagen, hast du mal eine Geburtstagskarte? Kann ich sagen, nein, tut mir leid, habe ich keine. Ich muss auch Geburtstagskarten machen. Aber halt nicht, also doch, eigentlich schon. Es gibt ja zwar viele Kids, so vom Action und so, ich möchte halt sehr gerne selbst machen, weißt du, also ohne Vorlagen oder mir halt so die Vorlagen selber nochmal machen. Ja, mal gucken. Ja, so sieht es bei mir aus. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Ich habe nämlich echt vor, mehr euch mehr einzubeziehen, ne, weil ich denke mal, dass ihr auch durch den Lockdown nicht so, ja, wie sagt man? Man hat auch doch sehr viel Langeweile manchmal, oder? So geht es mir zumindest. Und dann ist man auch froh, wenn man da irgendwie mal was hat, wo man sich mit einbringen kann. Oder? Ja. Bin ich der Meinung. Ihr Lieben, ich knuddel euch ganz fest. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.